herzlich willkommen zu einer erneuten Schicht beim LSPD. Wir sind heute wieder auf Streife unterwegs, haben aber kein besonderes Ziel. Wir werden auf Einsätze reagieren. Wir kriegen auch schon den ersten oder auch mal eine Kontrolle durchführen. Roger, we're heading over now. Perp located, in pursuit. What the? So. Und es geht um ein Taxi, das vor uns flieht, hier. Dieses hier. Jawohl. Assistance required. 1-3 Henry William Queen 5-3-8. Polizei. Der hat das Nagelband erwischt. Dispatch, we got eyes on the perp. Nowhere to run! Hey, you want get to the fuck! Auf den Boden! Hände double, bis sie sehen können. Suspect is on foot, dispatch, we're in pursuit! Auf den Boden! The boys are gonna love you! Jerk! Waste of skin! Perfekt, Kollegen, danke schön. Attention, this is dispatch. No further units required. Wir werden sie einmal abtasten. Citizens reporting a possible 480 on Morningwood Boulevard. Units respond code 3. Unser Polizeistock dabei mit 3 unmarkierte Pillen, das ist aber an sich noch kein Verbrechen hier. Wir machen mal einen Alkoholtest, bitte. Einmal husten. Thank you. Alkohol hat er kein getrunken. Jetzt ist ein Drogentest. Positiv auf Mariana. Jetzt einmal bitte eine Personenabfrage für David Allister. Also er hat einen Führerschein. Steht nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Taxi gehört ihm. Das werden wir jetzt nämlich gleich noch untersuchen hier. Einmal durchsuchen vom Taxi. We have suspects are fleeing the crime. An attempted mehrere kidnapping in Heroin. So, wir haben David Allister. This is Ocean One. We can er wird verhaftet werden. Reckless Driving ist vor uns geflohen. Dann mehrere Kilo Heroin. Des Weiteren ist er unter dem Einfluss von Marihuana gefahren. Er ist vor uns geflohen. Das haben wir alles mal jetzt hier übermittelt. Das Auto wird hier abgeschleppt, weil für den Herrn ist hier seine Taxifahrt zum Ende. Er wird mit uns mitkommen. We have citizens reporting a civilian in need of assistance in Rockford Hills. Where is it in my life? Wir haben einen neuen Einsatz reingekriegt, deswegen lassen wir ihn hier mal abholen
von unseren Kollegen. Assistance required in Rockford Hills. Hier kommen sie schon. Bitte den Herrn einmal mitnehmen für uns. Vielen lieben Dank. Hallo. Hallo. Und die Kollegen übernehmen hier, während wir zum nächsten Einsatz weiterfahren. So, und wir suchen jetzt hier den Bereich mal ab. Soweit ich das verstanden habe, suchen wir nach einer Frau. Hier stehen die Kollegen von der Feuerwehr, hallo. Guten Abend. Die Frau hier könnte sein. Wir fahren hier mal ein bisschen näher. Sagt, sie braucht Hilfe. Ein Mann hätte sie ins Auto gezogen und hat versucht, sie zu vergewaltigen. Ich frage, ob sie Informationen über ihn hat. Er fährt ein weißes Auto. Sie will ein Taxi nach Hause. Wir haben aber eine Ambulanz hier einmal bestellt, weil es eigentlich besser ist, wenn die Frau in ein Spital geht und dort untersucht wird gleich und Spuren gesammelt werden können. Ich denke hier auch schon an den Prozess nachher, falls wir den Typen noch kriegen. Und hier übernehmen die Kollegen von der Ambulanz. Denke ich mal. Ja, die gehen jetzt. Wir suchen jetzt den Verdächtigen, während die Frau hier ihre eigenen Wege geht. Wir haben es versucht, sie ins Krankenhaus zu bringen. Wenn die Dame nicht will, ist das ihre Entscheidung. Müssen wir wohl so akzeptieren. Jetzt suchen wir hier ein weißes Auto. Hier wäre ein weißes. Irgendwie hat er wohl eine 30 im Nummernschild. Der ist es nicht, unser. Hey, look out! Hey, buddy, don't even go there. You're looking good. Wir gehen mal hier runter. Dort vorne fährt ein weißes Auto. Wir schauen ihn uns mal an. Jawohl, das ist er. Das ist der Typ. Der weiß schon, warum wir hinter ihm her sind. Holy moly! Backup required on Ace Milton Parkway. Acknowledged. On our way. Dispatch, we got a visual on the perp in pursuit. Wir
fordern hier noch eine Änderung. Rauschensperre. Komm schon. Zwei Reifen hat es erwischt. Versuch ein Pit-Manöver. Dispatch, we got a visual on the curb. In pursuit. So, Freundchen, vorbei hier. Hände hoch, aus dem Auto raus. Keine schnellen Bewegungen, runter auf den Boden. Hände da, wo ich sie sehen kann, runter. Sie sind vorläufig festgenommen. Wir machen ganz schnell die Sirene aus bei unserem Fahrzeug. Kollege bewacht ihn hier. Kollegen, ihr dürft gehen. Vielen Dank fürs Kommen. Wir kümmern uns jetzt hier um ihn. Einmal tasten wir ihn ab. Er hat eine Pistole dabei. Das müssen wir dann gleich hier abfragen, bei der Zentrale, ob er dafür eine Genehmigung hat. Ich vermute mal nicht, dass er eine hat. Wir machen einen Alkoholtest. Thank you. Er ist betrunken. Gibt es hier noch einen Drogentest? Was ist eigentlich von hinten los? Das sind unsere lieben Kollegen. Citizens reporting an 11351 in Pillbox Hill. Thanks so much. Negativ auf Drogen, wir fahren hier schnell unser Auto zur Seite, sonst wird das hier nichts. So, liebe Leute, also irgendwann reicht's dann, also ja. Totales Verkehrschaos hier. Wir lassen dieses Auto hier mal abschleppen schnell, da der Besitzer davon gerannt ist vorhin. Tow truck. Assistance required in Pillbox Hill. So, jetzt sehen wir uns hier ihm wieder. Einmal bitte eine Personenabfrage für Kurt Santos. Also hat einen Führerschein und wird nicht gesucht, offiziell. Wir durchsuchen jetzt hier noch sein Auto. Mehrere Pfunde Meth und Kokain plus die Vergewaltigung. Das wird eine deftige Strafe für den Herrn. Das wird ihm noch teuer zu stehen kommen. Auch dieses Auto muss hier weg. Tow truck. Assistance required in Pillbox Hill. Den Herrn hier nehmen wir ein bisschen zur Seite. So, wir schreiben mal schnell einen Verhaftungsrapport. Kurt Santos wird verhaftet werden wegen Reckless Driving, Fahren unter dem Einfluss von Alkohol. Er hat mehrere Kilo Meth dabei gehabt und glaubt, ein Brief voll mit Kokain, wenn ich mich recht entsinne jetzt. Ja.
Hallo? Genau, mehrere bisschen was von Kokain hat er noch dabei gehabt. Dann ist er vor uns geflohen. Er hatte noch die Waffe dabei gehabt. Muss ich schnell schauen, wo es das gibt. Hier genau, eine Waffe hat er dabei gehabt. Machen wir hier noch einen sexuellen Übergriff. Wir haben hier keine versuchte Vergewaltigung. Ah, doch, hier. So, können wir hier das hier wieder rausnehmen. So. Also, wir haben versuchte Vergewaltigung vor uns geflohen. Illegaler Besitz einer Waffe. Mehrere Kilo Meth. Er hat Kokain mit dabei gehabt, ist hier reckless driving, also rücksichtslos gefahren und er ist auch noch betrunken gefahren. Hier sein Auto, hier war noch alles gültig. Gehören tut's nicht ihm. Aber das spielt keine Rolle in dem Sinn. Er war der Fahrer hier. Alles andere muss das Gericht dann abklären. Wir bräuchten einmal einen Transport für den Verdächtigen. Und die Kollegen schaffen es immer noch nicht weg. Also wohin muss ich mein Auto noch stellen, dass ihr es vorbei schafft, liebe Leute? All units, we've got a disturbance in Pillbox Hill. So, jetzt geht's hier weiter. Wir geben den Verkehr wieder frei. Irgendjemand hat hier gerufen. Braucht hier wer Hilfe? Hallo? Es war eine Frau. Wir schauen schon hier in die Fahrzeuge rein. Ich sehe gerade nichts Verdächtiges. Sieht soweit alles okay aus. Haben Sie gerufen? Nein. Ja, ich denke, das war einfach ein Fehlalarm. Ich dachte, jemand hat gerufen, save me. Aber ich sehe hier nichts Verdächtiges. Das hat jetzt hier so geklungen, okay? Es wäre eine Scheibe zu Bruch gegangen hier. Wir machen hier schnell Blaulicht an, um auf die Straße zu fahren. Der Motorradfahrer fährt hier in den Pfosten rein. So. Interessant, wusste ich gar nicht. Wenn ich hier irgendwie die R-Taste drücke, kommt jetzt schnell hier die Sirene. Interessant. Wir wechseln hier mal die Spur schnell hier hinter das weiße Fahrzeug. Citizens
Citizens reporting a possible 480 in Pillbox Hill. Units respond code 3. Und hinter uns kommt's zum Unfall. Wie ging denn das jetzt? Attention all units. Medical aid requested in Pillbox Hill. Officers report an injured civilian. Dispatch units Hilfe. From Rockford Hills Fire Department. An ambulance requested from Textile City. Units respond code 3. Aber ich sehe kein Feuer. Ambulance. Wir leisten die erste Hilfe. Konnten jetzt nichts tun, vielleicht kann der Arzt mir noch helfen. Wir sichern mal schnell die Unfallstelle ab. Hallo, Sir. Was ist passiert? Einmal bitte Ihren Ausweis. Thank you. Hier kommen die Kollegen von der Feuerwehr. Einmal bitte eine Personenabfrage für José Manguele. Alles okay, hier kommt die Feuerwehr. All right, give me something. Also auch die versuchen zu helfen. Here in time. Was ist passiert? Haben Sie etwas getrunken, Sir? Nein. Haben Sie Drogen genommen? Nein. All units, code 4. Ist das Ihr Fahrzeug? Jawohl. Ja, wir können jetzt nicht fragen, was passiert ist in dem Sinne. Wir können fragen, was er tut. Vielleicht gibt uns dann. Er sagt, geht uns nichts an. Okay. Dann würden wir einmal Sie abtasten, Sir. Er hat eine Bierdose dabei. Also könnte es sein, dass der Herr betrunken hier ist. Wir durchsuchen hier schnell seinen Körper, ob er einen Ausweis bei sich hat hier. Versuch mal hier ein bisschen schlau zu werden aus der Situation. Also er hat hier kein Alkohol dabei. Für ihn brauchen wir bitte einmal die Spusi. Da war leider nichts mehr zu machen für ihn. So, Sir, und von Ihnen hätte ich gern zuerst mal einen Alkoholtest. Bitte einmal so lange pusten, bis ich Stopp sage. Pusten, pusten, pusten und Stopp. Thanks so much. Also, er ist nicht betrunken, obwohl er eine Bierdose dabei hatte. Wie sieht es mit Drogen aus? Sie sagten, er wurde erschossen mit einer Waffe hier. Von wem wurde er denn erschossen? Wir durchsuchen hier mal sein Fahrzeug. Er hat eine
Was ist eine Likör? Das könnte... Er hat auf jeden Fall was Verbotenes dabei. Was es genau ist, ist mir jetzt nicht wirklich klar. Ich weiß nicht, ob damit Alkohol gemeint ist. Okay. Auto wird schon mal weggeholt, das ist Schrott. Dieses Auto hier muss auch weg. Tow truck, assistance required in Pillbox Hill. So, und ich weiß immer noch nicht zurecht, was ich mit Ihnen mache, Sir. Mir ist echt nicht klar, was genau das passiert ist. Vielleicht kann uns unser Computer bei irgendwas noch hier helfen. Das war hier dieses Auto, also es war alles gültig. Er ist aber nicht der Besitzer. Wir haben eigentlich schon abgefragt, wir machen es nochmals hier. Ja, ich weiß nicht recht, was wir mit ihm machen wollen. Er ist noch nicht hier bei uns bekannt. Ich weiß nicht, was er dabei hatte. Ist das was Verbotenes? Wir gehen hier schnell durch. Nein. Soweit ich sehe, ist es hier nicht aufgeführt. Wie sieht es hier aus? Nee, ich sehe eigentlich gerade nichts. Hier. Ich weiß nicht, was das für Flüssigkeiten waren, die er dabei hatte. Also, ist mir jetzt nicht ganz klar. Wir werden ihn mal von dem Taxi abholen lassen hier. Ich werde das im Fall nicht schlau. Ich habe keinen Plan, was, warum hier passiert ist. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde anscheinend mit einer Waffe getötet. Also er ist nicht durch den Autounfall gestorben. Falls ihr eine Idee habt, was passiert ist hier, Leute, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich habe keinen Plan. Das ist mir gerade ein Rätsel. Vielleicht wurde er erschossen. Ich habe da keinen Schuss gehört, wir waren ja auch gleich hier. Und weil er dann schon tot am Steuer war, hat er vielleicht einen Unfall verursacht, aber es ist mir nicht ganz klar, wie es hier zu diesem Autounfall kam hier. Achtung, hier einmal aufgepasst. Können wir hier den Herrn eventuell ein bisschen... Achtung hier, Leute, Achtung! Bitte einmal ein Taxi. Und das Taxi will nicht kommen. Dort hinten steht sein Taxi. Das habe ich jetzt befürchtet, dass das passiert. Haltet hier bitte mal an, Polizei, halt!
Lass den Herrn mal in sein Taxi steigen hier. Have you had an embolism? So, jetzt ist er im Taxi drin. Liebe Leute, tut mir leid. Ihr dürft natürlich hier weiterfahren. Ihr dürft hier alle weiterfahren. You're dreaming. Wir bewegen hier mal unser Fahrzeug weg. Damit sich der Verkehr hier ein bisschen erholen kann. Was ist jetzt hier los? Ihr habt immer noch einen roten Punkt. Eine Prügelerei? Stopp, Polizei! Ey. Was ist hier los? Stopp, Polizei! Stopp, Polizei! Hey, you wanna shit in a bag the rest of your life? What the hell? Polizei! No, no, please. Polizei hier. Mutual funds. Jetzt ist hier mal fertig, runter auf den Boden. LSPD, if you like using your legs, I suggest you stop. Zieh hier auch runter auf den Boden. Also jetzt habe ich die Schnauze gestrichen voll hier. Also was ist denn das hier für ein Verhalten? Runter LSPD, auf den Boden. Cease and desist. Aber sofort, sonst gibt es einen zweiten Taser hier. So, sie sind beide vorerst festgenommen. Einmal hier. Fucking immigrants! Zweimal hier. Wie doof muss man eigentlich sein, sich nachher gleich hier zu prügeln? Einmal mitkommen. So. Wir durchsuchen jetzt hier auch noch schnell ihre Fahrzeuge. Hier ist alles okay, so. Bitte einmal das Auto abholen. Assistance required in Pillbox Hill. Sie dürfen gehen. Come on, I gotta move. Auch sie dürfen hier gehen. Sie dürfen auch gehen. So, und jetzt zu Ihnen beiden. Einmal hier. Was ist hier los? Und wir haben die nächste Prügelerei dort hinten. Also. Leute, was läuft? Please don't hurt me. Polizei, stehen bleiben. Runter auf den Boden. You think you can just push people around? Oh my god, no! Jesus Christ! Was ist hier los, bitte schön? Ich brauche Verstärkung, Leute. Ich brauche Verstärkung. Ich weiß nicht, was hier los ist. Jetzt wird hier noch auf uns geschossen. Oh,
ambulance. Assistance required in, Pillbox Hill. Show up. So, die Frau wurde jetzt hier mitgenommen und ich bin langsam mit meinem Latein hier am Ende. That ain't good, man. Wir stoppen hier nochmals den Verkehr, lassen hier dieses Auto abschleppen. Tow truck. Assistance required in Pillbox Hill. Fast alle Autos sind hier jetzt leer. Tow truck. Assistance required in Pillbox Hill. Tow truck. Assistance required in Pillbox Hill. Down the Elysian Fields freeway. Tow truck. Assistance required in Pillbox Hill. No, all the services are for fuck because of it. Good one. Tow truck. Assistance required in Pillbox Hill. So, und hier hatten wir jetzt noch unsere zwei Prügler. Die anderen zwei Prügler sind entkommen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Frau im Krankenwagen hieß. Da müssen wir dann später im Report zuschreiben. So, nun zu Ihnen. Wisst ihr was? Ich mache jetzt schnell eine Abfrage. Das ist Lucia Andrews. Und er hier ist Alan Wellington. So. Ich habe das Gefühl, ich bin hier im Irrenhaus, kann ich euch sagen, hier einmal. Alan Wellington wurde verhaftet, weil sie eine Schlägerei begonnen haben. Ich weiß nicht, wer angefangen hat, aber auf jeden Fall haben die sich hier ordentlich gegeben. Wir machen hier einfach ein simple. So. Und hier die Lucia. Auch sie. So.
meine Nerven hier. So, und jetzt lassen wir die hier mal abholen in zwei separaten Fahrzeugen, sonst kloppen die sich dann gleich mit dem Hill. So, wir haben jetzt den Verkehr wieder freigegeben und wenn sie sich jetzt wieder anfangen zu kloppen, dann kriege ich dann langsam eine Krise hier. Also hier ist das totale Verkehrschaos ausgebrochen, kann man so sagen hier. Dafür sehen wir hier noch einen Sonnenuntergang. Könnt ihr euch jetzt hier auch die Fälle zeigen hier von den Leuten, die wir heute verhaftet haben? Es war nicht so viel, aber es war doch einiges los. Wir hatten hier diesen David Alistair. Er wurde verurteilt zu 4 Jahren im Gefängnis und muss $6,538 Strafe zahlen für das Widersetzen, dem Verhaften wurde er für nicht schuldig befunden. Gord Santos, das war derjenige, der sich einiges zu Schulden lassen kommen hat. Er wurde zu 6 Jahren und 8 Monaten im Gefängnis verurteilt und muss $16,000 Strafe bezahlen hier. Und sein Führerschein wurde ihm für 6 Monate suspendiert. Dann hier die beiden Streithähne. Er muss 10 Monate ins Gefängnis und $740 zahlen. Und sie muss auch 8 Monate ins Gefängnis und $767 Strafe bezahlen hier. So, was war denn jetzt hier los? Ich verstehe immer noch nicht, wie es zum Autounfall kam. Ich verstehe nicht, warum die angefangen haben, sich zu kloppen, dann fangen die Nächsten an, sich zu kloppen und am Schluss werden wir hier noch beschossen. Das... passiert dann doch auch nur in Los Santos. Ich denke jetzt hier, unsere Schicht ist langsam zu Ende. Wir fahren hier noch in den Sonnenuntergang. Ich bedanke mich schon mal für alle, die sich diese Folge hier angeschaut haben. Ich hoffe, ihr seid in Zukunft auch wieder mit dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich werde in Zukunft sicher regelmäßig hier Videos zu der GTA-Modifikation LSPDFR posten auf YouTube. Falls euch das Video gefallen hat, ich würde mich über ein Like oder ein Abo freuen von euch. Schreibt auch einen Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag, von wo ihr auch gerade zuschaut. Und tschüss.